Hallihallöchen, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Bloons Tower. Bloons Adventure Time Tower Defense. Mann. Wir haben ein paar Achievements erledigt. Öffne 5 Wunschkugeln, 5 Gems und 100 Gold. Schieße 3 Abenteurer ab. Kriegen wir nochmal eine Wunschkugel. Und mache ihn fertig, mein Halbtreues, und nochmal 10 Scherben und 150 Gold. Nehme ich gerne mit. Nehme ich sehr gerne mit. Auf den letzten Boss muss ich einfach mal überraschen, würde ich sagen. Nehmen wir uns hier noch ein Item mit. Was kriegen wir Schönes? Gegenstand, eine Papptellermaske, ein Schaden bei Moorbloons, zwei bereits Reichweite werden von einem Affen angelegt. Und dann nehmen wir den hier mit. So, nun können wir die Dinger immer noch umwandeln, Scherben umwandeln. Mehr Reichweite, Bin ich für Jake vielleicht auch nicht verkehrt. Ist das ein Affe? Das ist kein Affe, ne? Jake ist kein Affe. Standard für alle Scharfschützen, die Reichweite sieht besonders schick aus, wenn sie von einem Affen getragen wird. Aber er ist kein Affe. Max ist der einzige Affe, den ich gerade hier habe. Alle anderen sind keine Affen. Sieht man das irgendwo? Gibt es hier irgendwo eine Information? Egal, wen du es mit. In der Range kann ich schaden. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir direkt zur nächsten Quest. Denn wir haben hier nämlich noch die letzte, den Teil 3. Steht Teil und erhalte Bonuswunschkugeln. 3 von den Grünen nehmen wir auf jeden Fall mit. Erhalte unter Wasserstadt 2 Bonuswunschkugeln und einen Piraten in Gefahr und schalte Captain Casey frei. Das ist im Prinzip unsere Hauptmission, die uns so ein bisschen lang führt. Das finde ich gut. Captain Casey ist gestrandet. Berge ihr Schiff, damit sie sich dem Kampf anschließen kann. Let's go! Also im Prinzip der Freibeuter-Affe. She said poop. Poop! Cassie? Max? What are you doing here? Never mind me. What happened to your ship? She'd be swimming with the fishes in old Davy Jones' locker. It's gone underwater? Max, please don't suggest. Hang tight, Cassie. We'll recover your ship. We may even discover some booty down there. Yay, looten! Jetzt haben wir sogar 3. Seht ihr, jetzt haben wir 3, aber ich muss nur 2 machen, ne? Nur 2 ist unsere Aufgabe, oder? Ich bin mir da unsicher. Manche Verbündete. Okay. Okay, wir haben jetzt 2 Einführungen und einen Ausgang. Die kommen auf jeden Fall sehr oft. Ja, wir werden ihn hier hinsetzen, damit wir so nah am Anfang wie möglich die Bloons angreifen können. Und wir packen ihn. Oh, dieser Kuhne, seht ihr den Kuhne in der Hand? Alter, sieht der geil aus, oder? Gleich dahinter. Let's go. Dauert im Prinzip. Alter, wie. Guck mal, wie weit die fliegen, Alter. dauert natürlich jetzt etwas immer länger, die Runden, obwohl ja natürlich Max trotzdem gleich da hinten angreift, finde ich gut. Könnte ich auch so eine Lasermotte wieder hinpacken, ne? Laserschmetterling. Ich glaube, das werden wir auch machen. Ich weiß nicht, da vorne kann ich ihn, glaube ich, nicht hinsetzen. Schade eigentlich, ist ein guter Platz hier hinten, finde ich. Boomerang haben wir natürlich auch noch, ne? Also mit Zackspeed ist hier gerade nichts, das können wir uns klemmen. Ich brauche etwas. So. Nope, leider nein. Aber hier. Doch hier kann man es. Kann ich auch Jake hinsetzen? Ne, kann ich tatsächlich schon mal den Schmetterling hinsetzen. Sehr witzig. Das ist ja lustig. Dann werden wir ihn jetzt etwas hier vorne angreifen lassen. Boah, ja, aber viel Schaden. Uiuiui. Bisschen mehr Lazo-Reichweite. Let's go. Und noch schnelleres Schießen mit 550 Gold. Naja. Naja, mal gucken. Ich würde den Boomerang-Affen noch gerne hier hinsetzen, hier vorne. Finde ich gar nicht so verkehrt. Schöne Bogen. Piu, piu, piu. Ich glaube, das ist, glaube ich, ganz gut. Bring it.
Sollten wir also hier noch langkommen, hier wirklich durchkommen. An Max vorbei, dann kann er hier noch angreifen. Ach du Kacke, dann hat er gar keine Range, der Typ. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mehrfach zielen. Können nun jeweils 7 Bloons kaputt. Das ist viel. Wirklich viel. Außer jetzt etwas länger entsprechend. So, let's go. Eis und Bleibloons schmelzen. Na, für Blei ist ganz gut. Jake haben wir aktuell nämlich noch nicht. Vielleicht nicht verkehrt, das schon mal dazu machen. Das ist eine ekelhafte Map. Da sind wir schon mal maximiert. Und guck mal, ich kann ihn sogar mehrfach nutzen. Den kann ich einmal machen nur. Wahrscheinlich ist das, was sie gerade meinten, ob wir ein Wurfpfeilaffen oder so sind, halt. Können halt in der Gruppe ankommen. Und was ich einfach machen muss, ist ihn etwas erhöhen, weil er ist ja gar nicht gebufft. Ein Wunder, dass die alle durchkommen. Ja. Ja, genau. Nicht durchkommen, bitte. Nicht durchkommen. Genauso bei ihm. Schärfer. Wobei, wir könnten gleich Tarns haben. Weiß ich, sind die auch hier in 24 das erste? Muss ich mir gleich mal angucken, genau, die Runden. Ob der auch in Runde 24 der erste Tarnblum kommt. Und dann 27, 28 der erste Bleiblum. Miau, mehr Pfeile. So, den habe ich auch schon. Ja, er könnte noch. Wir können auch nochmal Atomkühler noch ein bisschen schneller schießen. Warum nicht? Nehmen wir mit. Hat schon 500 Schaden gemacht. Oh, ja. Okay. Gut, dass wir da genug Range haben. Don't panic. No! Wir haben einen Dings verloren. Ein Leben. Das hat doch, also wir haben sogar 5 Leben verloren, nicht nur 1. Weil dein ganzer Herzblumen durchgelaufen ist. Schlecht. Sehr schlecht. Mehr Pfeile. Das hat gefehlt. Ich wusste es. Das hat gefehlt. Nur deswegen haben wir verloren. Ja, okay. Wir haben natürlich Gigi kein Problem. Das hatte ich tatsächlich genauso damals auch gemacht. Hab diesen Kunai bekommen. Und er ist aber dafür zuständig, alle Tarns zu killen. Hey. Alright. Können auf jeden Fall das mit den stärksten Bloons betäuben, finde ich nicht verkehrt. Gerade in der jetzigen Situation, wenn hier nur so eine kurze Stelle da ist, um anzugreifen. Und die da alle mal kurz anhalten. Schaden, wobei die anderen. Na, ist aber 900. Okay. Easy. Sehr klar. Und wir haben auf jeden Fall Level Up. Ein Anker. Verbessert deine Charaktere. Okay. Eine Wunschkugel und 60 Erfahrung. Das heißt auf jeden Fall Level Up. Und 5 Startgold mehr. Yay! Let's go. Und eine Wunschkugel. Ah, schon Prinzessin Pflanze, Reichweite plus 2, Pfeifbuch, Durchschlagskraft plus 1. Nehmen wir das mit. Erfahrung wahrscheinlich wünschte 2. Okay. Dann geht's auf zum nächsten. Können wir natürlich noch mal. Was hat er gesagt? Durchschlagskraft, wa? Wurde erhöht. Wie gesagt, da er mein Hauptcharakter ist, den ich immer meistens nutze, nehmen wir das auf jeden Fall mit. Sehen wir irgendwo die Stats? Kann das ablegen? Geht gar nicht, oder? Sehr witzig. Ich kann es gar nicht ablegen. Ich wollte nämlich gucken, ob ich jetzt hier die Durchschlagskraft 5 sehe. Das kann sein.
Was mal Essenz kostet bestimmt Geld, oder? Kann ich mir vorstellen. Okay, let's go zu Unterwassergabelung. Waffen haben viele verschiedene Wirkungen, von einfachen Wertebonis bis zu mächtigen. Nicht gelesen. Da bin ich gerade ein bisschen an SpongeBob Schwammkopf. So Bikini Bottom mäßig. Ja, wir können hier Finn gleich am Anfang hinpacken, das passt schon. Der kriegt das hin. Oh, ein bisschen mehr, dann kriegen wir ein bisschen mehr Range dazu. Sehr gut. Und alles andere kann hier kaputt gemacht werden. Passt schon. Max kann man einfach nach vorne hinsetzen. Es ist auf jeden Fall interessant, dass die Verbündeten, die wir mitnehmen, auf jeden Fall auch noch gesetzt werden können. Das gefällt mir. Oh, wir haben ja sogar auch die 3D-Sicht. Ah, kacke aber auch. Oh, diese Synergien gut zusammen. Haben sich vom BT6 abgeschaut. Ich glaube, das damals gab es das damals noch nicht. Die 3D-Berücksichtigung. Aber man kann mit den Maps noch tatsächlich sehr, sehr wenig machen. Würde mir vielleicht auch wünschen, ein bisschen mehr Interaktion mit den Maps zu haben. Nur so ein kleiner bescheidener Wunsch von mir. Und eine 6! Yay! Die Game Boy zeigt uns an, dass es so eine 6 ist. Scharfe Pfeile. Alles brauchen wir hier. Alles. Ja, kann ich nichts machen. Nichts. Ich glaube, man musste wirklich sehr viel Skill, glaube ich, einsetzen. Aber du kannst hier nicht wirklich was machen. Kann man sich Coins mit echt Geld kaufen? Ich weiß gar nicht genau. Oder ob das in der Steam-Version sowieso deaktiviert ist. In-App-Käufe. Hm, was muss ich machen für heiße Spitzen, schärfere Pfeile? Kann mich beides kaputt machen. Tarn und Lied. Let. Tarn und Let. Und wie schnell der angreift. So krass. Ja. Oh. Ja, da hast du natürlich völlig recht. No. Ich hätte gerne mal einen Affenbiss mit dem Mana-Schild. Wie sieht's denn damit aus? Gut, wir brauchen noch eine Defense. Und Defense ist hier. Ich konnte leider nicht langsam machen, während ich das gesetzt habe. Ist ja schade gewesen. Muss mal einen kurz durchlaufen lassen. Leider ein Roter, der so langsam ist. Ah, das habe ich jetzt nicht gedacht. Ja, eigentlich sollte man die Verteidigung hier hinten hinbauen. Aber dann dauern die Runde mal so lange, weißt du? Weil die müssen erst langsam hier vorkommen. Finde ich nicht so schön. Aber wir werden es auf jeden Fall machen. Ja, ein bisschen defensierend auf jeden Fall hinsetzen müssen. Wir haben noch ein Schmetterling? Ich glaube, der Schmetterling ist ganz gut. Den werden wir noch hier hinpacken, der schon eine hohe Range hat. Den werden wir hier hinpacken. Aber die kommen ja an vielen, vielen Stellen vorbei. Ein bisschen mehr Range dazu. Dann kriegt Jake von mir noch eine kleine Keule in die Hand. Sollte hier alles schick sein. Schicki soll alles sein. Jake tired aus. Werden größer und stärker. Sehr nice. Haben wir so mehr Splash Damage scheinbar. So also wie er so ein riesiges Schwert hat, was er schwingt. Können wir den Volltreffer noch machen? Warum nicht? Oder hier auf jeden Fall erstmal den schnellen Wurf. Vielleicht ist man nicht verkehrt. Optimierung. Ah, das ist jetzt nicht so nützlich. Jedes Mal noch mehr Pfeile. Will ich haben. Die will ich auf jeden Fall haben. Nur mal noch Volltreffer. Bin ich Jake in der Nähe, yo. Wir können jetzt hier auch hier die Bubblegum hinpacken, ne? Ich meine, 3 Runden haben wir noch. Einfach nur just for fun die Klebstoffschütze hinpacken. Hätten wir wahrscheinlich vorher machen sollen. Aber gut.
Ist jetzt halt so. Die Verbündeten vom... Oh, natürlich geil. Greifen auf jeden Fall automatisch schneller an. Sehr, sehr cool. Aber leider schon gewonnen. Ach, Mensch. Kann man das richtig, schön ausnutzen. Jetzt die Frage, haben wir die Mission jetzt erledigt oder brauchen wir tatsächlich noch das Letzte? Tamlin und äußerst hinterlistig. Deine Charaktere brauchen spezielle Upgrades oder Gegenstände, um sie sehen zu können. Das ist korrekt. Was gibt's? Haben wir schon Geschäftsmänner? Ich finde das interessant. Pappthema. Ne, wir verbindet mit. Die Geschäftsmänner sind hier. Ja. Ja, mit. Scheinbar kann ich die dann nutzen. Ich will ganz gerne mal kurz rausgehen. Ist das possible? Naja, verdammt, alle drei. Okay, dann machen wir den letzten auch noch. Let's go. Let's go. Oh, er hat schon mal zwei Totenköpfchen. Ja. Bubblegum vielleicht? Musst du den verbinden mit? Den Geschäftsmann? Sehr gerne. Let's go. Der Kreis, der dein Charakter hat, haben wir schon gesehen. So, wo kommen sie denn rein? Das ist ja ekelhaft. Ja, ich erinnere mich daran. I remember. Ach, das ist widerlich, ey. Na, ich würde sagen, am Anfang natürlich hier. Ist ja klar. Ich habe nämlich, wie gesagt, keinen Bock, Ewigkeiten hier rumzuhängen an der Mission. Und ganz ehrlich, bis... Oh, viele, viele Runden... Kommen wir aber doch super klar, ne? Noch schneller angreifen, noch besser. Gelenkige Glieder noch dazu. Die Runden gehen schon schnell, muss man sagen. Ich möchte ungern, dass es noch länger dauert. Das ist unnötig. Haben wir Schwertkampf als nächstes? Durchschlagskraft von Waffen. Es kann aber auch sein, dass die Durchschlagskraft gemeint ist, dass er mehr Bloons gleichzeitig angreifen kann. Das ist ja immer der Unterschied zwischen Platzkraft und Durchschlagskraft. Schwierig. Ja, kurz sagen, die Bubblegum packe ich auch hier vorne hin. Uiuiui. Schon ziemlich stark das Zeug. Die Verbündeten. Na, ich kann jetzt leider mir nicht leisten, hier noch auf andere zu warten. Ich muss erstmal Jake nehmen. Dann packen wir noch Max dahinter. Mal Max. Die hohe Range ist so krass. Vor allem die Kunas. Es sieht einfach so gut aus, wenn ihr den einfach in der Hand hättet. So einen kristallenen Kunai. Also, was grafisch kaum besseres in meinem Leben gesehen als das. Ja? So ein gutes Design. Wir kommen erstmal sehr, sehr weit hier. Und wenn noch was durchkommen sollte, dann ist es halt so. Wir werden jetzt sowieso erstmal Bubblegum setzen. Dann werden die sowieso alle geslowt und kommen sowieso nicht mehr weiter. Das ist ja wichtig. Ich weiß doch gar nicht, was sie alles zerslowen kann. Also wie viele sie slowen kann. So, Verbündeten greifen schneller an. Das heißt, alle in der Range bekommen auf jeden Fall mehr Attack Speed. Ja, auch gut. Erhöhte Reichweite und Durchschlagskraft, sehr gut. Das finde ich auch cool, das ist super intelligent, wobei wir es aktuell nicht brauchen, weil wir genug Schaden haben. Guckt euch die Range und so weiter an, ist ja Wahnsinn. Schwertmeister machen wir noch. Durch das Wort gebunden, alte Angriffsgeschwindigkeit, nachdem man blutet. Okay, das ist doof. Bin ich jetzt kein großer Fan von, muss ich gestehen. Machen wir erstmal Enttarnung. Aber wir können das hier auch machen, ne? Tarnung und Nachwachsen entfernen. Finde ich nicht verkehrt. Dann können nämlich alle angreifen. Das Problem ist, dass sie nicht schnell genug alle verkleben kann. Ja.
schwierig, schwierig. Was haben wir noch? Axtfuß. Genau, schärfere Pfeile, heiße Spitzen. Und den schnellen Wurf, dann sind wir eh schon durch. Jetzt kommen sehr viele Tarns noch. Hören wir mal erstmal die Superintelligenz machen. Let's go! Blumenwissenschaft, Schuss an Vorsachen, erhöht die Schaden bei Keramikblumen und Moabs. Okay, den brauchen wir aktuell noch nicht. Machen wir noch einen schnellen Wurf und dann haben wir es eigentlich. Aber da easy, wa? Man muss es ja nicht länger hinauszögern. Optimal wäre natürlich, wenn man sie hier in diesem Strudel mit reinbaut, ja? Dass die Helden so viel wie möglich die Gene angreifen können. Aber es ist, wir brauchen es nicht, ja? Wir brauchen es einfach nicht. Wir haben es einfach nicht nötig. Instrumentwaffen verstärken nicht nur ihren Träger, sondern auch alle. Oh, das ist aber wichtig. Auch alle Charaktere in der Nähe. Nice, wir haben Casey dabei. Sorry, Maxi, there be treasure to plunder in yonder lands. Cassie, the Bloons are taking over Oo. Get out of here, Max. I don't want to join your silly group. Wait a minute, that didn't sound very piratey to me. Are you even a real pirate? Das ist ja gemein von ihr. Shiver me timbers? Oh, all right, I'll help you. Das will ich auch nicht mehr. Jetzt will ich auch nicht mehr. Docker an einen Moab an für massiven Schaden. Ja, ist der Enterhaken. Bombe. Oh, das ist gut. Das heißt, er kann Eisenblumen sofort zerstören. Kann auch fast im Prinzip durch die Angriffsgeschwindigkeit. Naja. Sieht schon mal interessant aus. Nehmen wir uns da die Kiste mit. Klick, 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 klick. 125 Gold, 5 Diamanten, 3 Süßes, 20 Scherben, eine Wunschkugel. Und ein fliegendes Auge, die Feuerschaden verursachen. Die Blumen können ihrem Blick nichts entgegensetzen. Sehr interessant. Mich würde mal interessieren, was ich machen muss, wenn ich Silber spiele. Die Silberschwierigkeitsstufe. Oh, ein Superfans. Ja, nehme ich mit. Auf jeden. Kein Nutzwert vom Superaffen. Zwar aktuell nur das, aber wir nehmen trotzdem erstmal mit. Wobei diese Banana, die Dinger, die da standen gerade, die Barrieren, die war auch gut waren. Vielleicht kriege ich die ja nochmal. Ne, leider nein. Sei ein Ninja. Oh, das ist ein Nahkampfangriff, was ich ja habe mit Finn, genau. So, aber nicht Startzeit, so eigentlich. Genau, ich will nämlich hier hin. Und da brauche ich jetzt, um das zu machen, 150 Limbo da 100. Schwierigkeitsmodifikatoren, einige Blunts in Einschicht, Stärke, einige Blunts haben Schilde. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Kann man dann die höheren Stufen noch machen. Okay. Dafür werden wir jetzt erstmal die Quest mitnehmen. Wir nehmen erstmal hier ganz kurz Finn noch das Upgrade. Ja, Finn wird einfach mega beste gemacht. Let's go. Schon heftig. Nochmal plus 3 Durchschlagskraft bei Nahkampf und ist schon mega gut. Muss ich sagen. Was haben wir sonst noch so? Nicht. So. Dann haben wir die Quest erledigt. 50 Diamanten plus 3 Wunschkugeln. 3 Leute. 3! Ja? Das dauert immer so ewig, um die aufzumachen. Magisches Pulver. Chance von 15 bis 10 Sekunden bloß eine Sekunde lang betäubt werden. Halten in Erinnerung ein verlorenes Leben. Wenn von C4 Charlie angelegt. Wir nehmen magisches Pulver mit. So, nächster. Let's go. Zeig her. Knack die Kugel. Zuckerbombe. Durchschnitt plus 4 plus 1 je 3. Stab der Rache. Durchschnitt auf 3 plus 1 je 3. Ja, logisch, dass das besser ist, ne? Zuckerbombe. Aber die kann natürlich nur von wem beigetragen werden und der Stab kann von wem getragen werden? Vom Eiskönig zum Beispiel auch. Aber ich glaube, dass wir mehr Casey nutzen werden, wenn wir das mitnehmen.
So, 2007 Gold haben wir schon, ist so viel. Was haben wir hier noch Schönes? Eine Mundharmonika ist ein Instrument. Charakteren Reichweite hatten plus eine Durchschlagskraft. Gut, wirklich gut. Durchschlag plus zwei. Ich würde den hier mitnehmen. Jake, wunderbar. Geht den Jake. Dim, 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 dim. Okay, neue Quest muss ich jetzt erstmal warten, bis sie wieder neu gestartet wird. Dann kriegt er auf jeden Fall die Waffe. Ein Instrument. Charakteren Reichweite hat plus 1 Schaden, halt 1 Leben pro Runde für jeden Charakter in Reichweite, ausgenommen Verbündete. Charakteren Reichweite hat plus 10% Angstzustand und jeder fünfte Blumen, den sie zerplatzen, gerne $1 extra. Das ist so krass, Mann. Das ist so heftig. Hat der denn nicht irgendwas gehabt? Ja, ne? Ich glaube, für ihn war doch irgendwas. Finn kann ich, glaube ich, nicht mehr tragen. Finn ist schon voll. Wird es Max vielleicht geben, wenn er kann. Okay. Captain Cassie hat noch was. Und zwar eine Waffe. Hat sie gleich frisch neu und kriegt direkt eine Waffe. Nicht schlecht. Gut, gut. Da haben wir noch ein Achievement. Öffnet 10 Wünschkugeln, kriegen wir nochmal 10 Diamanten, 150 Gold. Danke sehr. Und dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, an der Stelle mal eine kleine Pause. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder neue Quests haben. Ich freue mich drauf. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.